Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass die Idee, dieses Symposium zu veranstalten, Realität geworden ist. Und dies an einem Gedenktag, an dem die Befreiung Zentraleuropas von einem radikal autoritären Regime im Mittelpunkt steht. Danke an alle Mitveranstalterinnen und Mitveranstalter, die Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien und ihrer Dekanin Christina Luther, sowie ihrem umsichtigen und professionellen Dekanatsteam, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Ich danke ebenfalls REZET mit seinem Directors Board, wurden heute schon alle genannt. Ich danke der Juri Fetkovic Universität und insbesondere den Kolleginnen und Kollegen, die heute auch persönlich gekommen sind. Eine lange Anreise, ja. Allen voran Vizerektorin Tamara Marosik. Ihr und eure Universität seid heute in zweifacher Funktion. Hier einerseits als Mitveranstalter und Vortragende, andererseits als relevanter Teil jenes Ortes und jenes Netzwerkes, das den Ausgangspunkt unseres Symposiums bildet. Danke auch allen anderen Unterstützern und Organisatoren. Insbesondere den zahlreichen Kooperationspartnern in Österreich und in der Bundesrepublik, die materiell, ideell und ganz besonders wichtig auch als Multiplikatoren mitgeholfen haben. Mit dem Hinweis auf meine Einrichtung, Sie haben einen QR-Code, da können Sie auch gerne, finden Sie das Programm und das Konzept nochmal, da können Sie dann auch gerne nachschauen, was wir so treiben. Wir fungieren ebenfalls als Mitveranstalter und so kommen wir auch gleich zur Ausgangssituation, zur ideengebenden Konstellation für die heutige Veranstaltung. Das IKGS pflegt seit einigen Jahren einen intensiven Austausch mit der Universität Czernowitz. Unser Ankerpunkt dort war neben dem International Office das Zentrum Gedankendach, eine 2009 gegründete Dacheinrichtung an der Universität, die mehrere Institutionen zusammenfasst. Also da sind wir schon beim Netzwerk Bilden und bei Knotenpunkten. Die Ukrainisch-Deutsche Kulturgesellschaft, das Zentrum für deutschsprachige Studien, und insbesondere vom Goethe-Institut unterstützt wird. Also auch hier schon ein stark transnationaler Aspekt. Der Schwerpunkt liegt auf künstlerischen und wissenschaftlichen Projekten mit dem deutschsprachigen Raum. Wir haben, wie sich gehört, gemeinsam Konferenzen veranstaltet, Bücher gemacht und Projekte durchgeführt. Darunter war auch der Spiegelungenpreis für Minimalprosa 2020. Der für drei Sprachen auf Deutsch, Rumänisch und Ukrainisch vergeben wurde. Und die auch visuell wunderschöne Anthologie, die da rausgekommen ist, haben wir mitgebracht. Die ist gleichsam auch ein Kind des Krieges. Wir haben die erst im Frühjahr 2020 nach der Invasion in einer Druckerei in der Nähe von Lemberg drucken lassen. Auch das wunderschöne Design stammt von ukrainischen Künstlerinnen. Wir haben heute einige Exemplare mitgebracht, die finden Sie hinten beim späteren Imbiss dann, also auch ein geistiger Imbiss. Sie können sich dann gerne ein Exemplar mitnehmen. Wenn Sie sich erkenntlich zeigen möchten, auch wenn es gratis ist, dann können Sie gerne für unsere Bukowiner Hilfe spenden, auch wenn dieses Symposium natürlich keine Fundraising-Veranstaltung ist. Und doch führen uns sowohl das Buch als auch der Hinweis auf die Hilfsaktion schon sehr nahe an die Überlegungen, die wir heute anstellen wollen. Mit dem Jahr 2022 kam nämlich zum wissenschaftlichen und kulturellen Austausch gleichsam über Nacht die erwähnte humanitäre Hilfsaktion. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine einseitige Aktion aus München, sondern um ein genuines Kooperationsprojekt, das letztlich netzwerkartig funktioniert. Zwischen Institutionen, zwischen Personen, transnational, transregional, in verschiedenen Sprachen und über verschiedene Wegenetze hinweg, online und analog. Das Netzwerk Gedankendach, wie wir das dann genannt haben, steht dabei nur pars pro toto für einen Prozess, der mit Februar 22 allerorts in der akademischen Welt und darüber hinaus zu beobachten ist. Neben der raschen Bildung dieses letztlich inoffiziellen, aber hocheffizienten Netzwerks oder dieser Netzwerke,
die auf bereits bestehenden wissenschaftlichen Beziehungen aufbauten und daraus hervorgewachsen sind, begannen auch die Regierungen, die Administrationen gleichsam top-down die rasch und eigeninitiativ wachsenden Grassroots gezielt zu gießen und zu düngen. Förderschienen wurden aufgelegt, zu Hilfsaktionen ermutigt, auch weitgehend politisch flankiert. Bald rückten in den rasch aufgestellten Förderangeboten einerseits Stipendien für vertriebene Kolleginnen und Kollegen und andererseits eben der Kulturgutschutz in den Mittelpunkt. So wurden die Organisationen von wurde die Organisation von Schutzmaterialien, insbesondere für die bildende Kunst, zu einem wichtigen Thema, das eine eigene Logistik entwickelte, in der Transport und Lagerung eine zentrale Rolle spielen. Wie im Bereich der humanitären Hilfe zeigt sich das Überschreiten von Grenzen als entscheidender Vorgang. Besonders interessant in dem Zusammenhang der Blick auf den Grenzraum selbst. Sie sehen hier die Bukowina sozusagen geteilt in Nord- und Südbukowina, wie sie heute eben einerseits zu Rumänien und andererseits zur Ukraine gehört. Dies erleichtert den Austausch nicht zuletzt aufgrund der Sprachkenntnisse. Mit der entscheidenden Agency ausgestattet sind gerade die Sprachminderheiten. Ukrainer in der rumänischen Südbukowina, Rumänisch in der ukrainischen Nordbukowina. Das ist jetzt nicht nur Theorie, was ich erzähle, weil es so schön klingt. Ich habe das sozusagen am eigenen Leib als Augen- und Ohrenzeuge erlebt, wie sozusagen viel leichter agiert werden kann in der jeweiligen anderen Region, wenn man dieselbe Sprache spricht. Ähnliches gilt natürlich für den polnisch-ukrainischen und den moldauisch-ukrainischen Grenzraum. Digitale Initiativen rückten ebenfalls in den Mittelpunkt des Interesses. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, für und mit Czernowitz haben das IKGS und die Universität Czernowitz das Projekt Schutz von Kulturgut und Kulturerbe in der Bukowina, Sprachenkonfessionen und Kulturen, Stadt und Land in Wechselwirkung durchgeführt. Sie hören auch schon natürlich den Antragssprech. Es ging dabei konkret aber einerseits um die Ausstattung von lokalen Museen mit Sicherheitsausrüstung und andererseits um die vollständige digitale Erfassung des Universitätshauptgebäudekomplexes. Als Partner für die Durchführung fungierte ein Unternehmen aus Lemberg, Lviv, das sich bereits vor 2022 auf die Digitalisierung von Kulturgütern spezialisiert hat und nun unter akuten Bedingungen bereits mehrere Dutzend Kulturmonumente in der Ukraine zumindest virtuell vor der Vernichtung geschützt hat. So, da könnte es dann eventuell dazu ein ganz kurzes Video geben. Leider keine Tonverbindung. Aber es ist gut untertitelt. Sie werden es dann ohnehin auf YouTube finden, aber ich glaube, es ist mal ein ganz guter Blick drauf, was hier an Arbeit gemacht wurde. Also Sie sehen, das ist eine extrem wertvolle Arbeit, nicht nur, aber gerade in Czernowitz, das ist ein unglaublich schönes Gebäude. Das ist wert, es jetzt eigentlich auch sozusagen ohne Kriegsgrund einfach mal ins Digitale geholt zu werden. Wir beobachten hier eine vielschichtige Konstellation. Die kriegsbedingt steigende Bedeutung der Digital Humanities für den Kulturgutschutz. Die Bedeutung von Private-Public Partnerships, in dem Fall der Firma Skyron. Die Lage der Kulturgutrettungsmaßnahmen an der Schnittstelle von wissenschaftlicher und humanitärer Kooperation. Die Durchsetzung des Open-Source-Gedankens, denn die Daten sollen erstmöglich einer Allgemeinheit zur nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung stehen. Das heißt, man braucht auch ein gutes Vertragsmanagement. Der Nutzung auch über den kriegsbedingten Zerstörungsfall hinaus interessant ist, denn eine solche Digitalisierung ermöglicht minutiöse Rekonstruktionen, unabhängig davon, ob die Zerstörung kriegsbedingt ist oder von anderen Umwelteinflüssen verursacht wurde. Die Perspektive der virtuellen Nutzung digitalisierter Räume auch jenseits des Restaurierungsgedankens. Stellen Sie sich vor, wir können uns in 10 Jahren alle wieder treffen im Festsaal der Universität Czernowitz, allerdings ohne hinfahren zu müssen, was ich trotzdem jedem und jeder dringend empfehle, sobald das wieder möglich ist. Wir beobachten also Innovationsschübe durch den Kulturgutschutz.
Dabei geht es weniger um die Technologie selbst, denn die existiert weitgehend bereits. Es geht eher um die Veränderung eines digitalen Mindsets in den Humanities. Die Offenheit für digitale Maßnahmen wird größer, schon allein, weil die Sinnhaftigkeit tragischerweise so unmittelbar begreifbar wird. Deutlich spürbar ist auch, dass verschiedene Fächer der Geistes- und Sozialwissenschaften im Gegensatz zur Pandemie sehr stark nachgefragt werden. Man erhofft sich nicht nur Expertise, sondern auch so etwas wie die Vorhersage eines möglichst zufriedenstellenden und im Idealfall raschen Ende dieses Krieges. Besonders in den sozialen Medien spürt man dann rasch, wenn die Feststellungen nicht den Erwartungen entsprechen, sondern lediglich dem Forschungsstand wiedergeben, dass man dann doch nicht so beliebt ist, wie am Anfang gedacht. Dazu kommt, dass fachliche und emotionale Argumente bei dieser Thematik sehr schwierig zu trennen sind. Darum müssen wir die persönliche Betroffenheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zumal in einschlägigen Fachbereichen, in die Selbstreflexion mit einbeziehen. Denn hier finden wir das Und zwischen Humanities und Humanität. So sehen wir verschiedene, nicht immer voneinander sauber abzugrenzende Qualitäten des Interesses an der Ukraine, die sowohl für wissenschaftliches, kulturelles, politisches und humanitäres Engagement gelten. Persönliche Verbundenheit über Herkunft, Familie und Freunde. Eine Verbundenheit über jene transnationalen Netzwerke in Wissenschaft und Kultur, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut wurden. Menschen und Institutionen, die seit Februar 22 dieses emotionale Kapital positiver Erinnerungen und Erfahrungen in Benefizveranstaltungen oder Einzelspenden realisieren. Und drittens das Gefühl einer historischen Verbundenheit mit bestimmten Kulturgütern auf dem Boden der Ukraine. So wie zum Beispiel im polnischen Fall die gemeinsame galizische Geschichte, also die meisten Finanzierungen für Skyron kommen nicht aus der Bundesrepublik oder Österreich, sondern aus Polen. Und da gibt es natürlich dann Schwerpunkte auf römisch-katholische Kulturgüter. Also wir beobachten da natürlich auch eine Art von Selektion. Und dann gibt es eben für den deutschsprachigen Raum auch sowas wie eine altösterreichische Nostalgie und oder eine gewisse Verbundenheit zu den Emanationen deutscher Sprache und Bindestrichkulturen in den westlichen Regionen der Ukraine, Stichwort Paul Celan, große Ausländer etc. Diese Aspekte zeigen sich auch empirisch in der Korrespondenz mit Spenderinnen und Spendern in den vergangenen 14 Monaten. Wir sehen also die Wirkung eines kulturellen Branding, das bereits vor den Kriegshandlungen existierte und nun zugunsten sehr dringender materieller Unterstützung aktiviert werden kann. Der Stoff, der das Branding ermöglicht, ist wiederum aus Geschichte und Kultur gewebt, der seine Färbung oftmals bestimmten mythisch aufgeladenen Narrativen verdankt. Multikulturalität, das deutsch-jüdische Kulturerbe, das Bollwerk gegen den Osten etc. Auch Förderanträge bauen naheliegenderweise auf diese Narrative. Über diese Beziehungsebenen vermag der Mythos also tatsächlich zu mobilisieren. In welchem Ausmaß und in welchen Regionen ist noch zu diskutieren? All diese Beobachtungen und Achtungen im Themenfeld Kulturerbe, Netzwerke, Kommunikation dienen als Ausgangspunkt für weitergehende Überlegungen im Rahmen der heutigen Veranstaltung, die natürlich nur einige Pflöcke einschlagen kann für eine noch zu intensivierende Diskussion über die Frage, was nötig ist, um dem Kommenden adäquat zu begegnen. Dementsprechend ist diese Veranstaltung auch aufgebaut. Im ersten Panel beschäftigen wir uns intensiv mit der Universität und dem Topos Czernowitz, sowohl aus materieller, kunsthistorischer Perspektive, die uns Robert Born vorstellt, wie aus institutioneller und biografiegeschichtlicher Perspektive, die uns Tamara Marosik vorstellt. Im zweiten Panel verlassen wir dann Stadt und Region und unternehmen einen Deep Dive in die Aktualität der Digital Humanities. Olena Ballon wird aus dem Inneren des Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine berichten. Gudrun Wirz danach über die konkreten Möglichkeiten, auch genuin virtuelle Kulturgüter zu sichern.
Anna-Maria Kaiser öffnet abschließend das Risikobild für weitere Regionen und Bedrohungsszenarien. Nach der Mittagspause folgt dann unser Roundtable mit dem Titel Zwischen Haltung und Zurückhaltung, die Rolle der Humanities im öffentlichen Diskurs, mit einem hochkarätigen Podium von Expertinnen zur Ukraine. Meinen herzlichen Dank schon an dieser Stelle an alle Vortragenden und Diskutantinnen. Ich weiß, ein Semester hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Stunden. Ich bin sehr froh, dass hier die Zeit genommen wurde, mitzudiskutieren, vorzutragen und zu moderieren. Wir werden vor allem über all das reden, was die aktuellen Krisen und insbesondere der Krieg für die Humanities bedeuten und wie sie diese auch verändern. Wie wir inhaltlich, kommunikativ und institutionell damit umgehen, was wir versäumt haben und was wir in Zukunft besser machen können, um uns für transformative Zeiten zu rüsten, in denen wir definitiv leben. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr Kommen und wünsche uns einige interessante und aufschlussreiche Stunden.